So, da bin ich wieder auf der Volkskrieg. LS22 im Let's Play, Single Let's Play auf der Volkskrieg. Wie angedroht, der LKW ist voll, ja, man schaue, ne? Voll. Und wir werden den... Oh, Reh und Reh. Und im graslichen Kontra. Es läuft. Ja, okay. Okay. Ihr könnt stehen bleiben, ich biege ab. Dann wollen wir die erste Rutsche wegbringen. Einmal über die Brücke. Das ist aber auch eine Kante. Mein lieber Onkel Otto. Hoppala. Ich glaube, ich muss jetzt hier rein. Nee. Ich muss mal eben von... mal hier rein, wenn der da rum ist. Hier muss es doch sein, ne? Müsli. Ist hier Müsli? Hallo. Aber ich nehme es mal stark an. Machen Plan hier auf. Es hört sich an, als wenn hier über ein Hubschrauber rumklackert, ne? Aber man, was jetzt? Bin doch. Hä? So, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Abladetrigger ist hier. Entschuldigung, Herr Kul. Ja, hub du mal. Ich bin hier erstmal am Abladen. Man kann so huben, wie du willst. Du Dödel. Wer bist du überhaupt, dass du hier so rumhubst? Hubst? Hallo? Ja? Wer ist schon so im Auto jetzt, ey? Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Prozent wurden geliefert. Guck mal einer gucken. Hä? Wer labert mich denn dazu? So, Kipper ist unten. Auf geht's. Fahren wir wieder zum Feld, weil der Drescher ist nämlich noch voll oder noch immer wieder und auch und überhaupt voll. Gar nichts, weil hat der Kombi
So, den machen wir aus. Hüpfen wir hier rein. Machen den an und dann kann der abtanken. Weißt du? Das geil. Ja, dann starten wir ja heute wieder eine neue Woche. Also ich bin jetzt am Sonntagnachmittag am Aufnehmen. Aber ihr seht dieses Video halt morgen am Montag. Ne? Also zum Start der neuen Woche. Ja. Bin ich denn noch oder bin ich nicht? Nee. Ja, ja. Passt. Genau. Dann wünsche ich euch erstmal sowieso schon mal einen guten Start in die neue Woche. Der eine oder andere wird auch wahrscheinlich jetzt seinen Urlaub zu Ende haben, wenn er denn Urlaub hatte. Also geht das Drama auch wieder los. Es ist halt wie es ist, ne? Aber was soll man machen? Und die Schulen fangen auch wieder an, hier zumindest in Nordrhein-Westfalen. Ich meine Saarland oder wo, die waren letzte Woche schon wieder an Toch oder an Gange, die Schüler. Ja, wie gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen, die fangen auch heute an. Oder sind heute angefangen. So beginnt der normale Wahnsinn wieder. Wie das Leben so spielt. So. Ja, nun fahr. Oh, machen Sie, machen Sie. Ja, ich bin auch nicht ganz so fit heute. Ich werde jetzt hier die Montagsfolge aufnehmen und ich glaube, das war es das auch. Mal gucken, wie es mir morgen, wie's morgen so geht. Denn die Sonntagsfolge ist ja schon später gekommen wie gewöhnlich. Irgendwie habe ich Kopf- und Rückenschmerzen. Nicht so dolle. Ich habe öfter Last mit so weit, aber heute ist es unschön, sage ich das mal so. Weil es ist immer unschön, Kopfschmerzen, Rücken, ja gut. Ich habe mich eigentlich am Bade schon so gewöhnt, also, ja, etwas gewöhnt, weil ich habe das ja eigentlich jeden Tag. Aber heute ist halt irgendwie so, als wenn da oben hier so Strippen fest sind. Ne, so verschiedene Punkte sind Strippen festgelötet oder wie, und einer ist da hinten, der zieht die alle nach hinten, ganz komisch. Ist ja nix so gut. Ist ja gar nichts so gut. Aber was willst du machen? Auch das kenne ich schon, das ist wahrscheinlich morgen wieder weg. Muss ich durch, hilft ja nichts. Oh, Mikrofon ist wieder in. Ja, da gehe ich so hoch. Das ist übrigens momentan nicht aktiviert. Das Mikro, was man da gerade sehen konnte, das ist dies hier mit. Ja, ne, Jenniges, welches hier aktiviert. Weil wenn ich das da oben nehme, dann sagt man mir immer, oder sagt man mir oft, dass ich zu leise bin. Und das ist ja auch nicht schön. Und wenn ich so schreien muss, ist das auch nicht schön. Fühlen sich meine Leute gestört. Das will man ja auch nicht.
So, hauen wir die Reihe da runter. Und dann müssen wir uns wieder neu orientieren. Mir juckt auch die Fresse irgendwie so von innen, das ist ganz schlimm. Also heute ist nicht mein Tag, aber absolut nicht. Habt ihr das auch schon mal, dass euch das Gesicht von innen juckt? Ne, könntest, aber kommt's da nicht dran. Gut, die jüngeren Zuschauer werden das wahrscheinlich nicht kennen. Aber vielleicht der eine oder andere Ältere, der dabei hat, der hier mit bei ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, ich weiß es ja nicht. Leichten Schnupfen. Aber dieses Jucken und auch diese permanenten Kopfschmerzen, sage ich mal, meistens ja relativ leicht. Und wie gesagt, das kenne ich ja alle schon. Aber das habe ich alles erst seit diesem verfickten Schlaganfall. Ein kleiner Hirninfarkt, wie es so schön heißt. Hört sich ja nicht so schlimm an. Aber es war nun mal ein Schlaganfall. Leichter Schlaganfall, aber hat ja gereicht. Die hat mich aus dem Arbeitsleben gerissen. Und ja. Somit aus dem normalen Geld verliehen. Es ist wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Was willst du machen? Da kannst du machen nix. Da musst du gucken zu. Bum, bum, bum. Padam, padam, padim, padam. Jupp. Oh, schön. Schön voll machen. Jo. So. Ah, komm, bleib stehen, mein Jung. Die Tröte rausfahren. Und wir holen nochmal mal den LKW. Zicki, zacki. Rabotti, rabotti, knicki, knacki oder so ähnlich. Ta 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 ta. Diddle-di-diddle-di-di-di. Und weiter geht's. Bing, bing, bang, bing, bing, bang, bing, 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 bang, bong.
Ein Durst habe ich heute, das gibt's gar nicht. Und nein, ich habe nicht gesoffen. All die Weile, ich habe ja absolutes Alkoholverbot. Der Doktor hat gesagt, trinkst du Alkohol, nichts gut für dich. Also, dann würde mein Inneres dann eventuell verrückt spielen. Weil, ich bin in der Bauchspeicheldrüse operiert worden, allerdings das war 2017, da sagte mir der Professor seinerzeit, der mich operiert hat, das wäre also wirklich nicht gut, wenn man dann Alkohol trinken würde. Also, da ich ja ein folgsamer Mensch bin, so, jetzt können wir wieder reingehen, lassen wir das. Ich brauch's auch nicht, also ich vermisse es nicht, sagen wir das mal so. Und wenn ich mal Durst auf dem Bierchen habe, also ich muss sagen, ich war früher ein reiner Biertrinker und gerne Bier trinken, gerne Bier getrunken. Wenn ich dann mal Durst auf dem Bier habe, dann hole ich mir mal so ein Sixpack Erdinger Weißbier, alkoholfrei. Das schmeckt ganz gut und das reicht mir dann auch erst wieder für ein paar Tage, Wochen oder sogar Monate. Ja, so ist das dann, ne? Kannst du machen nichts, da muss man mit leben, kann man mit leben. Ja. Also da gibt es Sachen, die sind weitaus schlimmer. Ja, zum Beispiel meiner Frau mit dem Krebs, also das ist, der ist leider nicht heilbar. Ja, wir können halt nur drauf warten oder wir müssen abwarten, wie es, ja. Ich sage jetzt mal ganz blöd, wie lange es gut geht. Das geht jetzt zwar schon seit 4 Jahren gut, ja, 4 Jahre. Aber da kannst du ja nicht drauf an. Ne? Das kann ja genauso gut im halben Jahr vorbei sein. Das kann ganz schnell gehen. Das habe ich leider jetzt im Bekanntenkreis im letzten Jahr auch noch erfahren müssen. Das hätte ich auch nicht erwartet bei ihm, dass das so schnell geht. Ihr werdet wissen, worum es geht. Oder lieber haben. Das hat mich schwer getroffen, wie es den erwischt hat. Aber da steckst du nicht drin. Ich habe 2 Tage vorher noch mit ihm geschrieben. Gut, er hat zwar geschrieben, dass er doch Schmerzen hat und nicht so toll ist. Aber ja, 2 Tage später war er tot. Also Krebs. Ich glaube, richtig besiegen kann man den gar nicht. Naja. Nicht drüber nachdenken. Weil das zieht einen nur noch weiter runter. Jeden Tag, den man hat, mit seinem Partner genießen. Und für den Tag dankbar sein, dass man den noch hat. Mehr geht nicht. Und das andere hat keinen Sinn. Ja, kriegen wir denn nochmal den LKW voll hier jetzt in der Folge? Was meint ihr? Wir haben ja schon wieder 18. 19 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das zieht sich aber auch, ne? Eins ist auf jeden Fall sicher, wenn wir den LKW voll haben, bringe ich den nochmal weg und den Rest mache ich dann ohne euch. So machen wir das. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Hoffe ich. Ja, ich muss ja jetzt hier auch, warum ich den Drescher verkauft habe. Ich denke mal, da werden jetzt unter dem letzten Video noch ein paar vielleicht eventuell Fragen kommen. Das ist ganz einfach. Ich habe ja von dem Jaso, von dem Jan, jetzt wieder ein neues Update gekriegt von dem Glaspack. Ja, und ich muss ihn ja testen. Darum habe ich den verkauft und habe jetzt erstmal den hier genommen. Na, er hat ja dann hier auch die Innenraumbeleuchtung, wie bei den Traktoren auch drin und dann oben den... Ja. Dino. Das
ist die neue GPS-Antenne. Sehr stylisch, muss ich sagen. Und ja, hört man jetzt von hier gar nicht. Ja, wenn der nur in Betrieb ist, hört man es gar nicht so gut. Drucklufthorn eingebaut. Und ja, also soweit habe ich ja keine Mängel feststellen können. Das Einzige, was ich, ja, ich will nicht sagen bemängeln möchte, würde, aber was mir so aufgefallen ist, die Blitzleuchten, Rundumleuchten, in diesem Fall sind es ja Blitzleuchten. Bei Tageslicht sieht man die sehr schlecht. Ich gehe hoch. Gucken wir von außen. Hier. So, also ich mach die mal an. Einen Moment. Ah. Oh. So. So sieht man die ja ganz gut. Ne? Aber wenn du weiter weg gehst, du siehst wo am Kasten hier, dass das blinkt. Könnte eventuell etwas heller blitzen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, so geht es natürlich, ganz klar. Wir sagen aber nichts, wir lassen das, wie es ist. So, da sind Blitzleuchten vorne und hinten. Achso, so hört man die Hupe besser, ne? Sie hören nie. Und wir gehen wieder nach innen und schalten an. Auf geht's, Wurm. Er steckt da sehr, sehr viel Zeit rein, muss ich sagen. In dieses Glasback. Aber im Großen und Ganzen ist er jetzt, glaube ich, durch damit. Guck, ob wir noch was finden. Irgendwelche Kleinigkeiten, die nicht passen. Und dann wird es auch wahrscheinlich bald kommen. So für jedermann, wer da Interesse dran hat, ne? Allerdings würde ich mich ja auch noch freuen, wenn er irgendwie hier so eine Kontrollleuchte für den Blinker irgendwo, aber das ist nichts. Naja, ja, und Umleuchten können wir auch wieder ausmachen, brauchen wir jetzt nicht. Was vielleicht noch eine Idee wäre, es gibt ja dieses Schneidwerk angebaut. Stopp, jetzt habe ich verpennt. Dieses Schneidwerk mit angebautem Fahrwerk oder Schneidwerksfahrwerk. Wenn man den quasi auch für umskinnen würde für den Glas, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Könnte mich gefallen tun. Weil den großen 1380 Schneidwerkswagen, den ich jetzt bei dem John Deere-Drescher hatte, bei dem John Deere-Drescher klappte das ja gut, da hatte das Schneidwerk ja auch fixiert. Oder wenn ich das Schneidwerk, das 13,80 Meter Schneidwerk vom Glas dran bamsel, das fixiert ja nicht. Das finde ich persönlich etwas schade. Ey, was ist das denn? Ich hatte doch den Rohr ausgefahren. Da bin ich denn deppert? Ja, mein Kind. Mach die mal erst aus. So, da muss ich doch noch mal kicken hier. Passt natürlich nicht, war ja klar. Wie auch sonst.
Aber den Motorsound hier finde ich ja irgendwie stark, ne? Nein, das konnte doch nicht sein. So falsch gestanden. Da geht nämlich noch mehr rein. Da geht noch mehr noch mehr rein. Nee, 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 Leute, ey, also die Nase bringt mich heute rum, ne? Ein sogenanntes hier, ein sogenanntes Auslaufmodell. Fürchterlich. Dann haben wir heute den 9., ne? Feuer brennt aus, sehr schön. Das ist diese beschissene feuchte Kälte, die geht so durch die Bude, das ist ja Wahnsinn. Ne? Einfach mal so die Heizung aufdrehen, ist nicht? Ich muss mit Holz heizen. Das ist mal so eine Sache. Also wer Brennholz, alte Paletten oder sonstiges hat, dann möchte die loswerden, die bei mir herbringen. Ich nehme die gerne. Das sollte nur nicht morsch sein. Also Holz, was beim Anfassen schon auseinanderfällt, das bringt mir nichts. Wäre nicht gut. Aber ansonsten, da ich ja keinerlei Auto habe, wäre dann ein Lieferservice. Also ich sag mal, so geschenktes Holz mit kostenloser Lieferung wäre geil. Muss ich mal so sagen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass hier in meiner Nähe niemand ist, der das bieten kann. Genauso habe ich mal die Frechheit besessen, im Dezember habe ich zwei Wohnmobilhändler angeschrieben, ob die nicht ein gebrauchtes Wohnmobil für mich hätten, was sie mir zur Verfügung stellen könnten, quasi schenken, auf gut Deutsch gesagt. Ich würde auch für die Werbung machen und Flyer mitnehmen und hast ja nicht gesehen. Damit ich mit meiner Frau mal so ein paar Tage zur Nordsee fahren kann, wenn uns danach gelüstet. Weil diese Luft für sie einfach gut ist. Sie ist lungenkrank und da wäre das ja eine schöne Sache, sagen wir mal so. Und da wir ja lange im Hartz IV gesessen haben aus gesundheitlichen Gründen und unsere ganzen Ersparnisse weg sind, können wir uns selber so ein Gerät, so ein Wohnmobil halt nicht mehr leisten. Das geht nicht. Aber da habe ich leider nie wieder was von gehört. Habe ich keinerlei Antwort bekommen, entweder positiv noch negativ, was ich sehr schade finde. Man hätte wenigstens schreiben können, tut uns leid, können wir nicht oder so. Da kam gar nichts. Das wäre eine feine Sache. Es muss ja kein neues Wohnmobil sein von, weiß ich nicht, 150.000 oder was so Dinger kosten heutzutage. Also was wir bräuchten, wäre ein Wohnmobil mit Längsbetten hinten, weil wir in so einem Alkoven oder in so einem
Ja, wie heißt denn die anderen, die man so absenken kann? Kommen wir beide nicht mehr rein. Aufgrund unserer Tablettensucht, die wir haben. Nein, Sucht ist es ja nicht. Wir würden ja gerne ohne die ganzen Medikamente, aber es geht ja nun mal nicht. Und durch diese Tabletten haben wir dementsprechend derbe zugenommen. Also sagen wir mal so, wir sind nicht mehr ganz schlank. Und vom Körper, von der Beweglichkeit unserer Astralkörper auch nicht mehr, ist nicht mehr so gegeben. Also werden wir erstmal für so ein Alkoven vielleicht nicht zu schwer, aber für so ein Hubbett, genau, Hubbett heißt das, dafür wären wir wahrscheinlich zu schwer zusammen. Und wir kämen da auch nicht vernünftig rein, also das kannst du knicken. Also wären hinten Längsbetten sehr angenehm und wir bräuchten Heizung für kühlere Tage, weil meine Frau friert sehr schnell. Und für wärmere Tage, das ist ja mein Handicap, ich schwitze sehr schnell und kriege dann schlecht Luft, bräuchte eine Klimaanlage. Also Klimaanlage, Heizung und Längsbetten. Das wäre schon geil. Und dann wäre es mir egal, ob das ein teilintegrierter wäre oder ein vollintegrierter. Ja, Küche, logisch, Badabteilung, ne? Man so eine Toilette halt hat. Und dass man sich da drin aufhalten kann, wenn man so 2-3 Tage Regenwetter ist. Also Stehhöhe, das wäre schon geil. Aber wie gesagt, da kamen keinerlei Antworten, was ich sehr, sehr schade finde. Also wenn da zufällig jemand bei einem Wohnmobilhändler arbeiten sollte, kann ja mal seinen Chef ansprechen, ob er da nicht so was. Ne? Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie heißt das? Nee, das wär schon eine tolle Sache. So hängen wir hier in der Hütte fest. Können nirgendwo hin. Wie gesagt, ein Auto haben wir ja auch nicht. Das habe ich damals verkauft. Einen schönen alten Volvo 740 GL. Der ist mir auch so leid weggegangen, aber... Ja, ohne Geld kann man sich sowas nicht leisten. Das Ding, der hat damals 15 Liter hier im Stadtverkehr gebraucht. Der wog ja auch fast 2 Tonnen. Als Kombi. Schönes Auto. Aber nun, es war einmal. Kannst nichts machen. Ich habe jetzt noch einen Wohnmobilhändler gefunden hier in der Nähe. Anführungszeichen in der Nähe. Bielefeld. Die Stadt, die es eigentlich nicht gibt, der ist auch wohl sehr groß, aber da werde ich keine E-Mail hinschicken, da werde ich einfach mal ganz frech anrufen. Entweder knallt er den Hörer sofort auf die Gabel oder er hört sich mein Gejammer an. Na guck. Komm bitte noch. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weiß ich noch nicht. Mal ab. Ah, ist schon wieder Rohr drin. Ich habe doch auf die Null gedrückt hier, verdorri. So, dann gucken wir mal, die Kiste voll kriegen, dann bringen wir den noch weg. Und dann werde ich euch auch entlassen hier. Wer das überhaupt noch dabei ist. Kann ja sein, dass die meisten schon ausgemacht haben. Ich und mein Mimimi hier. Ja, das ist doch ein schöner Name. Wir sagen einfach, das war eine Battle-Folge. Um Brennholz und Wohnmobil. Das ist es. Okay, danke. Bringen wir den Rotz mal hinweg. Schwer. Ja, zu kämpfen. Die Liftachsen hier, die gehen auch nicht richtig runter, ne? Egal.
Also diese Brücke gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch die Einzelnen sind so extrem ist. Oh, jetzt fahren wir hier so schräg hoch. Oh, 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 oh. So. Und Abschub. Dann bist du ja rein rechnerisch auch irgendwie so um die 90% kommen, ne? 85 bis 90% sowas. Na, vielleicht rechnet ihr auch noch das abgeerntete Dings mit dazu. Mal gucken. Und so zeigt er mir unten immer noch 99% an. Was soll das denn? Hä? Was ist denn da wieder los? Da stimmt doch wieder was nicht. Da stimmt was nicht. 97% wurden transportiert. Hä? Bin verwirrt. Jetzt sag nicht, das Ding ist voll hier. Scheint bald so, ne? Na, die Nummer ist gut. Au, da ist er ja. Aber es geht nichts raus. 100%. Ja gut, ich guck mal eben hier, warte mal. Pum, 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 pum. 97%. Passt doch hinten und vorne nicht. Ein Prozent. Ey, was ist das für eine Kacke? Ich glaub's ja nicht. 1 Euro Einnahme. Yes, Sir. Wenn das jetzt gleich auch noch nicht besser wird, dann werden wir gleich erstmal den Drescher nochmal voll machen. Aber wie gesagt, das mache ich dann ohne euch. Ne. Habe so das Gefühl, das wird nichts. Nochmal. Warten wir mal erst. Ja, wenn man jetzt sehen könnte. Bla bla bla. Getreidemühle. Hm.
wird hier gar nicht aufgeführt, weil es nicht meine, ne? Das ist blöd. Ja gut, wir lassen ihn erstmal ein bisschen ackern. Ich werde zum Drescher flitzen. Mach den nochmal voll. Und, oh Gott, 40 Minuten schon. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich werde euch darüber weiter informieren, wie es geklappt hat, ob es geklappt hat, mit wem es geklappt hat. Und dann denke ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich kann noch nicht sagen, wann es ist, ob es am Dienstag ist oder am Mittwoch. Ich schätze mal Dienstag, aber nagelt mich da nicht drauf fest. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine angenehme Woche und bis dahin, macht's gut. Tschüss.